Es ist eine trügerische Ruhe eingekehrt seit Änderung des Infektionsschutzgesetzes und seitdem der Bundestag die Impfpflicht abgelehnt hat. Nun aber platzt die nächste Bombe mit einer neuen Regelung aus dem Gesundheitsministerium, die seit dem 15. April gilt. Über was ich hier gerade rede, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentier doch mal, wie du unser neues Setup hier findest. Seit dem 15. April gibt es eine krasse neue Regelung, denn dann gilt für diejenigen laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, die nur zweimal geimpft sind, also zwei Impfungen haben und die noch nicht geboostert sind und sich hätten boostern lassen müssen, dass sie im Falle, wenn sie positiv auf Corona getestet sind und deswegen wegen Quarantäne nicht zur Arbeit kommen können, keinen Lohnfortzahlungsanspruch mehr haben. Also wenn man 10 Tage in Quarantäne geht, fehlt einem ein Drittel des Monatsgehalts. Wenn man durch eine Impfung, so sagt es die Regelung in 56 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, durch die Impfung, dass die Infektion hätten vermieden werden können, dann entfällt tatsächlich der Anspruch auf Lohnfortzahlung. Da stecken natürlich sehr viele Hypothesen dahinter. Es steht aber tatsächlich so im Gesetz. Das heißt, viele Arbeitgeber und natürlich auch dann gegebenenfalls Krankenkassen irgendwann werden das genau so umsetzen, um natürlich da auch gewisse Gelder zu sparen. Hier ist nirgendwo die Rede davon, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, dass durch eine Impfung die Corona-Infektion hätte vermieden werden können. Aufgrund der Erfahrungen jetzt mit der Omikron-Welle könnte man das ja eigentlich sehr leicht widerlegen, denn auch ich bin sogar dreimal geimpft und war trotzdem Corona-positiv und viele Leute sind Corona-positiv, sodass man ja doch zur Annahme gelangen könnte, dass die Impfung nicht schützt vor einer Infektion. Aber trotzdem gibt es jetzt diese Regelung, die meines Erachtens doch wieder einige Unklarheiten und Ungereimtheiten in der Politik aufdecken. Denn bislang wurde immer behauptet, nach zwei Impfungen sei Schluss. Jetzt versucht man derart meines Erachtens dann doch wieder eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Lauterbach hat das ja nach seiner Niederlage im Bundestag auch schon laut konterkariert und versucht die Leute jetzt am Geldbeutel zu packen, um sie in die Impfungen zu drängen. Ob das Ganze zusammenhängt mit den ganzen Impfdosen, die auf Halde liegen und die drohen zu verfallen, wer weiß es, wir werden es nicht rausfinden. Meines Erachtens aber kann es nicht sein, dass monatelang versprochen wurde, zwei Impfungen würden ausreichen, um den Impfstatus zu bekommen. Jetzt ist man bei der dritten Impfung, vielleicht ist man irgendwann auch bei einer zweiten Auffrischungsimpfung. Wer weiß es schon, wir werden auf jeden Fall ganz genau hinschauen und wir sehen uns wie immer vor Gericht.